Halt! Keinen Schritt weiter! Oh, was er nicht sagt. Ihr habt unseren Tempel entweiht. Ihr habt das Blut der Gläubigen vergossen und unsere Jungen umgebracht. Genug. Ihr sagt mir jetzt, Eindringling, weshalb ihr all das getan habt. Was führt euch hierher? Junge, du siehst, ich kann dich nicht sehen. Mein Schulterschutz steht im Weg. Nennt euren Namen, dann sage ich euch, weshalb ich hier bin. Ich bin Vater Colgrim, Leiter und Lenker der Jünger von Andraste. Tötet uns und ihr steht Andraste gegenüber. Sie wird das Blut an euch riechen und voller Zorn sein. Ach so. Moment mal. Kinder, meint ihr die Drachen? Moment, wirklich. Ist Andraste ein Drache? Sie ist viel mehr als das. Sie ist glorreicher als alle alten Götter zusammen. Die Prophetin Andraste hat den Tod selbst besiegt und ist zu ihren Gläubigen zurückgekehrt, strahlender als ihr es euch vorstellen könnt. Nicht einmal das Reich von Tevinter könnte sie jetzt besiegen. Was wollt ihr da ausrichten? Und was ist mit der Asche passiert? Sie ist noch im Tempel. Aber wozu brauchen wir Asche, wenn wir der wiedergeborenen Andraste in all ihrer Herrlichkeit dienen? Ihr könnt mir die Urne also geben. Ihr wollt also die Asche? Vielleicht gibt es eine Sühne für die Entweihung unseres Tempels, der auch unser Zuhause ist. Woher denn der plötzliche Wunsch nach Zusammenarbeit? Vielleicht, weil ich an eine zweite Chance glaube. Wir alle stolpern durch die Finsternis, bis uns jemand findet und ins Licht führt. Oder bis jemand einen Schulterschutz im Gesicht hat. Vielleicht macht Andrastes Gnade aus ihrem schlimmsten Feind ihren größten Streiter. Sagt einfach, was ihr zu sagen habt. Die Asche, die ihr sucht, befindet sich auf dem Gipfel dieses Berges, behütet von einem unsterblichen Wächter, der die Wahrheit über die Auferstehung unserer Herren nicht glauben will. Die Asche hält die heilige Andraste davon ab, vollständig in ihre neue Form überzugehen. Solange dieser Rest ihres früheren Seins existiert, bleibt ihr der nächste Schritt verwehrt. Ihr wollt die Asche zerstören, das würdet ihr nicht überleben. Zu den Waffen, Brüder! Andraste wird uns den Sieg schenken! Ohne Spaß, da helfen wir nicht. Können wir uns nicht einfach friedlich anschließen? Das haben wir gerade vermasselt. Ich kann auch Blut einsetzen. Ich brauche eine Heilung. Heilung, Heilung, bitte. Morrigan, kannst du mich auch mal bitte heilen? Und wir bauen mal kurz einen Wunderschlag. Tot! Sag mal, wir kriegen wirklich nur aufs Maul als grauer Wächter. Nur! Überall, wo wir hingehen, werden wir verprügelt, müssen da aufgerichtet werden. Und werden schon wieder eingefroren! Okay, wir laden nochmal neu. Also, so kann der Kampf gar nicht erst anfangen. Na gut, hören wir den vielleicht ein bisschen weiter an, aber wir werden ihn töten. Ja. Halt! Keinen Schritt weiter! Oh, was ihr nicht sagt! Genug! Ihr sagt mir jetzt, Eindringling, weshalb ihr all das getan habt. Ich komme wegen der heiligen Asche. Die Prophetin Andraste hat den Tod selbst besiegt und ist zu ihren Gläubigen zurückgekehrt, strahlender als ihr es euch vorstellen könnt. Nicht einmal das Reich von Tevinter könnte sie jetzt besiegen. Was wollt ihr da ausrichten? Hä? Ich möchte dann die auferstandene Andraste bitte mal sehen.
Nur die Jünger dürfen sich Andraste nähern. Sie ist noch nicht bereit, aber wenn der Tag kommt, wird sie den Ländern in feurigem Glanz erscheinen und alle werden sie erkennen. Aber es gibt vielleicht einen Weg, eure bisherigen Vergehen zu sühnen. Woher der plötzliche Wunsch nach Zusammenarbeit? Vielleicht, weil ich an eine... Das wissen wir. Vielleicht macht Andrastes Gnade aus ihrem schlimmsten Feind ihren größten Streiter. Sag einfach, was ihr zu sagen habt. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vater Colgrim. Ich führe die Jünger von Andraste. Auf dem Gipfel dieses Berges liegen die Überreste der sterblichen Andraste. Die Urne wird von einem unsterblichen Wächter behütet, der in der Vergangenheit gefangen ist und die auferstandene Andraste nicht akzeptiert. Die Asche hält die heilige Andraste davon ab, vollständig in ihre neue Form überzugehen. Solange dieser Rest ihres früheren Seins existiert, bleibt ihr der nächste Schritt verwehrt. Weiter? Andraste muss die Asche wieder zu einem Teil ihres Selbst machen. Dazu ist lediglich ein Tropfen ihres Blutes erforderlich. Blut enthält Macht, Stärke und Wissen. Dadurch kann alle Macht der Asche zu unserer Herren zurückfließen. Warum habt ihr es noch nicht gemacht? Der Wächter hat all unsere Versuche vereitelt, die Urne zu erreichen. Er enthält die verbliebene Macht der wahren Andraste vor. Er kennt die Jünger und er ist für uns unantastbar, weil er seine Stärke aus der Asche selbst bezieht. Aber ihr könntet unserer Herren beschaffen, was ihr rechtmäßig gehört. Stellt euch vor, die oberste Klerikerin wäre jetzt hier. Ihr Kopf würde explodieren, das sage ich euch. Seine Worte sind nichts als der Wahnsinn eines gefährlichen Fanatikers. Seid gewarnt. Er will euch auf Abwege führen. Die Belohnung für diesen Dienst wäre wahrhaft gewaltig. Wieso glaubt ihr, mir könnte es gelingen? Viele waren schon hier, doch nur ihr hattet die Stärke und das Können, um den Tempel zu überleben. Andraste selbst hat euch für diese Aufgabe hergeführt. Es ist ganz einfach. Ich gebe euch ein Fläschchen mit dem Blut der heiligen Andraste und ihr schüttet es in die Asche. Die Magie der Asche wird dadurch aufgehoben und unsere Herrin ist von den Ketten ihres vergangenen Lebens befreit. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, diesem Colgrim zu helfen. Sobald das erledigt ist, werdet ihr bei uns als verehrter Bruder aufgenommen. Aber ich brauche die Asche am Mal. Könnt ihr mir genaueres über dieses Wissen erzählen? Blut birgt große Macht. Durch Andrastes Anleitung haben wir gelernt, sie zu nutzen. Oh nein, nicht schon wieder Im so einer. Im Austausch für eine einfache Aufgabe kann sie euer sein. Ein Fläschchen Blut in die Urne gießen. Mehr verlange ich nicht. Nein, das ist einfach wirklich falsch. Das kann er nicht machen. Ich werde mein Angebot nicht wiederholen. Es tut mir leid, aber ich kann eurem Wunsch nicht nachkommen. Dann können wir euch nicht gehen lassen. Dann muss ich leider töten. Zu den Waffen, Brüder! Andraste wird uns den Sieg schenken! Jetzt hat Quicksave Spam, vielleicht funktioniert das ja. Hat geklappt! Gut, mit dem Dialog war ich nämlich relativ zufrieden jetzt. Okay, was machen wir jetzt? Also. Zunächst einmal wird Morrigan Colgrim schockfrosten. Win, kannst du den... Also Kultistenmagier, die kotzen an. Okay, ich habe eine Idee. Alistair gesäubert mal das Gebiet. Damit werden wir erstmal frei von den ganzen komischen Effekten, die er aufgebaut hat. Morrigan. Kannst du den da nicht mit Blitz kurz mal wegsippen und mit einer wandelnden Bombe versetzen? Und es muss jetzt einfrieren. So. Morrigan ist auch gleich drauf, geht gleich drauf, also machen wir jetzt eine Heilung mit Win.
Okay, ihr beiden kümmert euch jetzt um diese komischen Magier. Erstmal den da. Erstmal den näheren. Der kriegt erstmal einen Steinfaust ins Gesicht. Und dann noch ein Blitzstein hinterher. Und von Winter noch einen Arcanen Bolt hinterher gezogen. Und ich bin schon da tot. Das passiert. Warum? Warum geht der Grewächter immer drauf? Fällt hin, steht direkt wieder auf. Wie es sich gehört. Alice, da kannst du dich mal kurz um den Tempel und die komischen Magier da hinten kümmern. So, und Morrigan, kannst du mich auch kurz mal heilen? Und stirb, Kolgrim. Alistair ist damit draufgegangen. Lähmungsrune des Gesellen. Toll. Gönnen wir uns noch Verletzungsausrüstung. Die gehen uns nur bald aus. Natursalbe. Kolgrim können wir jetzt auch ausplündern. Ich bin erfreut. Ein Diamant. Kolgrims Horn. Benutzen. Lass das Horn auf dem Gipfel des über Dorfheim aufragenden Berges erklingen, um den hohen Drachen herbeizurufen. Dieses mit einem abgeänderten Symbol der Kirche verzierten Horn gehörte einst Vater Kolgrim aus Haven. Wenn er mit dem hohen Drachen, den er für die Wiedergeborenen an Draste hielt, kommunizieren wollte, ließ er dieses Horn vom Berggipfel erklingen. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen zu schwach dafür. Um uns irgendwie einem hohen Drachen zu stellen. Das ist vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, unüberlegt. Komm, die Streitaxt schmeißen weg, dann nehmen wir die Schnelle des Glaubens stattdessen mit. Okay, hier gibt's nichts weiter, also gehen wir. Ah, ich wollte schon da springen. Wir können natürlich auch den Drachen töten. Oder wir machen das auf dem Rückweg, wer weiß. Gruppe sammeln und weiterziehen? Jawohl. Vielleicht probieren wir das ja tatsächlich. Huch. Der Drache schläft erstmal. Jetzt die Frage, töten wir den Drachen jetzt oder nachher? Ich glaube, nachher machen wir das. Oh, ich habe keine Angst. Mich will er ohnehin nicht fressen. Viel zu alt und zäh. Ihr hingegen solltet euch Sorgen machen. Danke. Speichern. Wir könnten jetzt Kolgrims Horn benutzen, den Drachen zu rufen, aber nö, muss ernsthaft gar nicht sein. Können wir nachher machen. Irgendwann. Mit leerem Inventar. Ganz schnell dran vorbeischleichen. Der Spießrutenlauf. Oh nein, was soll das jetzt heißen? Müssen wir jetzt durchgehend durch ein Gewölbe kämpfen oder was? Einst wurden die Grauen Wächter nach einer Intrige gegen den damaligen König aus Ferelden verstoßen. Erst vor 20 Jahren gestattete König Merrick Kellens Vater ihre Rückkehr. Jetzt wissen wir auch inzwischen, welche Intrige das war. Der König, dessen Namen ich schon da vergessen habe, war einfach ein Tyrann. Wächter. Und eine Vase. Erst die Vase, dann der Wächter.
Andrastes Pfeile, 3 Stück, unterbricht Zauber. Und eine Kettenrüstung. Inventar ist voll, toll. Was können wir wegschmeißen? Lederhandschuhe. Nietenbesetzte Lederhandschuhe. Elfenhandschuhe behalten wir erstmal. Schuppenrüstungshandschuhe. Ein kleiner metallener Rundschild. Und da ist noch ein bisschen Schutt. Ich bin erfreut. Und ein Eispfeil. 20 Stück. Und da ist noch ein Buch. Oh, und ich heiße euch willkommen, Pilger. Wer seid ihr? Ich bin der Wächter und beschütze die Urne der heiligen Asche. Ich habe jahrelang auf das hier gewartet. Warum seid ihr schon so lange hier? Es war meine Pflicht, mein Leben, die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu bereiten, die kommen, die Urne zu verehren. Zahllose Jahre habe ich hier verbracht und ich werde verweilen, bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken. Das Reich ist nicht mehr so mächtig wie früher. Ah, nicht. Das ist dann vielleicht der Anfang vom Ende. Wer sind die Männer, die den übrigen Tempel übernommen haben? Als meine Brüder und ich Andraste aus Tevinte an diesen Zufluchtsort brachten, schworen wir ihr Andenken allzeit zu ehren und sie zu bewachen. Viele Generationen meiner Brüder haben sich den Mantel ihrer Väter umgehängt über Jahrhunderte hinweg. Voller Freude, ohne nachzulassen, erfüllten sie ihre Aufgabe. Doch nun haben sie ihren Weg verloren. Sie haben Andraste und den Schwur ihr gegenüber vergessen. Also ist der Drache nicht Andraste. Nein, unsere Andraste weilt an der Seite des Erbauers. Sie kommt nicht zurück. Der Drache ist eine furchteinflößende Kreatur, den sie als Alternative zum Erbauer und Andraste akzeptiert haben, die beide nicht hier sind. Wahre Frömmigkeit strebt nicht nach großen Machtdemonstrationen. Wie konnte sich dieser Gedanke unter den übrigen Jüngern ausbreiten? Es begann mit einem Vorfahren desjenigen, der Colgrim heißt. Er sah sich selbst als neuen Propheten und predigte die Wiedergeburt. Einige widersprachen ihm. Ich konnte ihre Schmerzensschreie hören, die aber rasch erstickt wurden. Jetzt mehr über die Jünger. Als meine Brüder haben wir schon. Andraste aus Tevinte an diesen Zufluchtsort brachten, schworen wir ihr Andenken allzeit zu ehren und sie zu bewahren. Viele Generationen meiner Brüder haben sich den Mantel ihrer Väter umgehängt. Ja, wir wissen es. Voller Freude, ohne nachzulassen, erfüllten sie ihre Aufgabe. Doch nun haben sie ihren Weg verloren. Sie haben Andraste und den Schwur ihr gegenüber vergessen. Und was ist mit euch? Wer seid ihr? Ich bin der Letzte der ersten Jünger. Ich habe geschworen, die Urne mein Leben lang zu beschützen. Und ich lebe schon sehr lange. Die ersten Jünger? Kannte ich die Andraste? Kannte sie überhaupt jemand? Außer dem Erbauer, sie meditierte oft wochenlang, ohne Nahrung oder Wasser. Bitte erzählt mir mehr über Andraste. Ich kann meine Liebe zu Andraste nicht in Worte fassen. Ihr müsst sie selbst suchen. Jeder muss das. Wie konntet ihr so lange leben? Ich
habe vor Andraste und dem Erbauer einen Schwur abgelegt. Mein Leben ist an die Asche gebunden. Solange sie existiert, gibt es auch mich. Was könnt ihr mir über die Urne der heiligen Asche erzählen? Ihr wisst bereits, dass die Urne die Überreste der Prophetin Andraste enthält. Was gäbe es sonst noch zu erzählen? Na gut, vergeuden wir keine Zeit. Wie gelange ich zur Urne? Na, ich bin bald wieder zurück. Ich werde hier sein, so wie immer.